Liebe Pico-Fans, heute sind wir dabei, die Aufnahmen für den Katalog zu machen. Meine Frau Andrea und unser Produktmanager Matthias Fröhlich haben die Sache vorbereitet auf dem Bahnhof Sonneberg. Und dort ziehen wir gerade die 95er aus dem Lokschuppen raus, aus dem Sonneberger Lokschuppen. Unser Produktmanager für den Pico G-Bereich, Herr Bernd Pöschel, ist dabei, die Maschine nach vorne zu bewegen. Im Hintergrund sieht man den Rathausturm von Sonneberg. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die Sache bewegt. So, am Ende von unserem Fotoshooting bewegen wir jetzt die Baureihe 95 wieder in den Lokschuppen zurück. Und dann sollte noch mal eine Aufnahme mit der Vitrine gemacht, mit der Draisine gemacht werden. Aber das große Problem war erstmal, dass die natürlich etwas schmutzig ist. Und wir versuchen das jetzt mal etwas sauberer zu gestalten. Herr Bernd Pöschel, Produktmanager für den G-Bereich in der Entwicklung, versucht das zumindest die Teile, die wir dann anfassen, noch etwas sauber abzuwischen. So, also ich will mich jetzt auch mal ins Bild begeben. Ohne Mütze. Weiß nicht, wo habe ich die denn hin? Ach, die liegt da vorne. Okay, also dann, bitteschön. So, jetzt können wir auch alles anfassen. Jop. Also. Und jetzt? Pass auf, die sind locker. Vorsicht. So, und jetzt werden die Aufnahmen gemacht. Und jetzt kommt die Draisine wieder in den Lokschuppen. Und wir haben natürlich auch hier noch eine ganze Reihe von freundlichen Helfern gehabt, die trotz ihrer Pause einen der LKWs verstellt haben. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Das ist eine sogenannte Handdraisine, die wird nämlich mit der Hand geschoben. So, jetzt werden wir noch mal zu Pico runterfahren, runter, weil das unten in Oberlind ist. Und dort noch mal eine Aufnahme für den H0-Bereich machen. So, und jetzt sind wir schon bei Pico auf dem Werksgelände und wir wollen das jetzt so machen, ja, das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. Wir werden da uns vor die große weiße Wand stellen und eine schöne Aufnahme machen und unsere Designabteilung wird da hinterher ein tolles Bild vom Herrn Fröhlich einklinken und Sie werden das dann hinterher im Katalog sehen. Wird bestimmt toll werden. Wir haben jetzt die neue BR 181,2 ausgewählt mit den entsprechenden Personenwagen. Das ist allerdings noch ein Vorserienmuster. Aber wir werden die dann hinterher, werden sie gar nicht mehr im Bild sehen. Wir werden die natürlich gleich einfärben. Und Herr Fröhlich wird die mir jetzt in die Hand geben und wehe, ich lasse die runterfallen. Dann gibt es richtig Ärger. So, jetzt probieren wir mal die Übergabe. Ich stimme hier rüber, weil es ist richtig. Natürlich machen wir das im Schatten. So, die kann man nicht wegrollen. Also halt sie doch mal. Dann nenne ich mich da mit der Hand. Ja, so, dann komme ich die nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir sie gut rüber bekommen und nicht in der Zwischenzeit nicht stolpern.
Und wie ist? Sind da auch keine Fußfallen? Nein, das ist ja alles wunderbar. Super. Nochmal ein Bild aus der Perspektive der Aufgenommenen. Schauen wir mal, dass er uns jetzt auch noch mal kurz filmt, damit man sehen, wie das so funktioniert. Herr Fröhlich, wenn Sie dann mal nehmen. So. So stehen wir dann jetzt da und so werden Sie uns dann hinterher mit einem tollen Hintergrundbild im Katalog entdecken. Also, das war jetzt die Abschlusssequenz. Wir haben die Aufnahmen gemacht für den Katalog 2020. Ich wünsche allen Pico-Fans ein tolles Modellbahnjahr 2020 mit den Neuheiten von Pico. Viel Freude!